Hallo und willkommen, meine Freunde, zum letzten Teil unserer Unique Challenge, die wir in 4 Folgen gestartet haben. Wir befinden uns im letzten Teil. Mit mir dabei ist wieder der Underwater Frank. Hallo, Underwater Frank. Ja, hallo zusammen und ich wünsche euch gute Unterhaltung jetzt bei dem letzten Video der vierteiligen Challenge. Ja, wer von uns wirklich die meisten Uniques gefangen hat. Ja, und es geht um ein Gewinnspiel auch. Ihr könnt den Season Pass zu Trials Fusion gewinnen, ein Uplay-Code. Und dann habt ihr wirklich Zugang zu allen DLCs. Und wie ihr genau daran teilnehmen könnt, das erfahrt ihr halt im ersten Video. Da haben wir das alles nochmal genau erklärt. Die E-Mail-Adresse, die notwendige, blenden wir natürlich auch mal ein und das Losungswort, was ihr dann in den Kommentaren reinschreiben könnt. Ja, und wie gesagt, wünsche ich euch viel Glück bei dem Gewinnspiel und ja, nochmal ein Avatar. Ja, also ich würde sagen, wir haben ja eigentlich jetzt in den letzten 3 Folgen alles wirklich ausführlich erklärt. Nur noch mal ganz kurz zusammengefasst, ist ja definitiv, ihr müsst uns sagen, wie viel Unique-Fische wir insgesamt gefangen haben. Das heißt, meine User müssten beim Underwater Frank schauen, wie viel er gefangen hat, sich die Zahlen notieren innerhalb der 4 Folgen, also nicht jetzt nur wie viel in Teil 1 und Teil, sondern ihr müsst die ganzen 4 Folgen schauen und die User von Frank müssten bei mir schauen und dann sendet ihr uns, nachdem ihr einen Kommentar, egal in welchem Video, gegeben habt, I love Fishing Planet, eine E-Mail mit der richtigen Antwort und eurem YouTube-Namen. Ja, damit wir den Kommentar finden, beziehungsweise dass ihr berechtigt seid, teilzunehmen und dann seid ihr auch automatisch in der Verlosung mit dabei, wenn es heißt, den Season Pass zu gewinnen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Glück dafür. Ja, wünsche ich euch natürlich auch. Und ja, wie gesagt, schaut aufmerksam unsere 4 Folgen, zählt die Unix zusammen bei mir und bei dem Avatar. Und dann, wie gesagt, schreibt ihr einfach die E-Mail mit eurem YouTube-Namen, wie er schon erklärt hat. Schreibt ihr ganz normal und ja, dann bin ich mal gespannt, wie viele Zuschriften wir kriegen und wer alles diesen Season Pass von Trials Fusion haben will. Und ja, ich hoffe, wir konnten euch auch sonst gut unterhalten in den 4 Folgen. Ja, bin sehr gespannt. Und sehr, sehr unschwer zu erkennen sind die 2 Cheater-Voids, ne? Also der Underwater Frank und der Avatar X sind hingegangen und haben die Uhrzeit auf 3 Uhr gestellt. Das haben wir aber auch wirklich nochmal gemacht, weil jetzt um 3 Uhr die Beißzeit wirklich nochmal enorm sich steigert und wir es nochmal spannend machen möchten. Ja? Genau. Wie gesagt, wir wissen ja immer noch nicht gegenseitig, wie viele Fische wir jetzt definitiv gefangen haben. Wir haben ja jetzt seit 4 Folgen schon den Chat ausgeblendet. Und von daher ist es natürlich auch mal wichtig und interessant zu wissen dann auch, ne? Ja. Wie viel man definitiv hat. Da werden wir natürlich noch eine Folge zu machen, wo wir beide unser Fischernetz zeigen und wirklich sehen, wie viel Unix man dann da drin hat, ne? Genau. Und Wie stand ihr denn nach? dieses Video veröffentlichen wir dann, nachdem ja der Gewinner sozusagen Ermittelt feststeht, wurde. also beziehungsweise wir machen das ja so, wir wollen so ein Programm nutzen, was dann auswürfelt. Also wenn wir jetzt meinetwegen 5 richtige Lösungen haben und ihr euch auch qualifiziert habt mit einem Kommentar, dann machen wir auch nochmal ein Video dazu, wie wir das denn auslosen, wer denn gewonnen hat. Das geht ja ganz einfach, das ist ja wie so ein random Würfel, sag ich mal, der dann halt die Namen, die eingetragen sind, dann einfach einen Namen ausspuckt, ne? Wie gesagt, wir müssen gucken, wie viel es sind, also, ne? Und an Wichtig ein. für euch nochmal zu wissen, Frank, ich muss da mal zwischenprappeln. Sag du bitte nochmal diesen Einsendeschluss, ja? Ja, also am 3. Juli um Mitternacht, also Ende des Tages am 3. Juli, ist der Einsendeschluss. Und am 4. Juli, da machen wir dann das Video mit der Verlosung. Also so, dass der Gewinner dann halt auch am 4. Juli bekannt gegeben wird. Das ist sozusagen nächsten Samstag, also heute in einer Woche, ja, oder. Heute in der Woche ist Quatsch, weil wir müssen ja die Videos veröffentlichen, aber das ist dann am 4. Juli ist das. Da wird die Verlosung dann gemacht. Ja, ich hoffe, dass jeder einen Key bekommen wird, ne? Aber wir haben leider nur einen. Aber mal sehen, was sich da in Zukunft machen lässt. Ja. Wie gesagt, wir hatten ja schon in den anderen Teilen über ein Experiment geredet.
Das könnt ihr ja nochmal in den anderen Teilen verfolgen, was wir da besprochen haben. Mal schauen, was sich da alles noch für euch tun und machen lässt. Genau. Sind auf jeden Fall dran und versuchen alles möglich zu machen, damit ihr natürlich auch in den Genuss kommt, dieses wunderschöne Spiel zu genießen, mal in ruhigen Momenten einfach mal die Angel auszuwerfen, sich an einen ruhigen See zu stellen und einfach mal gucken, was so beißt und ja. Heute ist eigentlich so ein schöner Tag. Das Fischen war eigentlich nicht schlecht. Man könnte mir aber heute mal überlegen, dass wir nicht noch nach Darfdels fahren und mal Nachtangeln machen, ne? Ja, wenn man denn die Zeit bei Daftier schon einstellen könnte. Ja. Weil bisher ist es ja wirklich eine festgeschriebene Zeit bei Daftier Games Fishing. Also die Zeit vergeht auch nicht. Die Tag- und Nachtwechsel ist halt noch nicht implementiert. Ja, ich hoffe natürlich, dass das so schnell wie möglich kommt und das Tag- und Nachtwechsel reinkommt, damit man auch mal Nachtangeln kann. Eventuell vielleicht auch mit dem Boot oder. Ne, dass man zusammen dann auf dem See ist und das wäre schon traumhaft. Also wenn das alles drin ist mit dem Multiplayer-Chat und man auch sieht, was der andere gefangen hat und jetzt nicht unbedingt immer nur den schwersten Fang, sondern halt auch wirklich jederzeit sieht, was er da gerade rausgeholt hat. Wie es halt hier in dem Spiel zum Beispiel schon ist mit dem Multiplayer-Chat. Das wünsche ich mir natürlich für Dafte Games auch. Geplant ist es auf jeden Fall, weil die haben ja den Reiter Tournaments oder wie das da heißt, ne? Den Genau. haben die ja schon drin da, ne? Also muss es wahrscheinlich dann auch so Art Challenge geben oder so. Genau, es gibt ja dann Duell, es gibt Quests, also Aufgaben, Turniere, es gibt ein Club. Clubhaus soll noch hinzukommen hier, dass man dann, sag ich mal, mit seinen Freunden dann hier zusammen ja, eine kleine Fischerhütte hat, wo man sich dann auch mal treffen kann. Ja, also es ist auf jeden Fall einiges geplant und bin sehr gespannt, wie sie das ja umsetzen jetzt hier bei Fishing Planet, wie das denn im Juli zur Open Beta alles aussieht, ne? Viel cooler wäre natürlich, wenn unsere Zuschauer uns herausfordern könnten. Das ist richtig. Dass wir einfach mal auch Duelle mit der Community machen können. Da bin ich natürlich auch immer gerne für offen, dass derjenige dann einfach mal ins TS kommt zum Beispiel und wir dann zusammen mal ein Duell machen. Ne, das bin ich natürlich auch gerne dafür zu Aber haben, Frank, weißt du, was mir gerade mal einfällt? ne? Wir könnten demnächst auch nochmal ein Duell machen und dann machen wir wirklich mal so ein Crazy Duell. Dann stellen Okay. wir wirklich mal nachts, also bisher haben wir ja hier in dem Spiel überhaupt noch gar nicht Nachtangeln gezeigt, ne? Oder hast du schon mal hier in diesem Spiel hier um nachts geangelt, wirklich um nachts 1 Uhr hingestellt und dann versucht was zu fangen? Also nicht wirklich dauerhaft, nur mal so ganz kurz mal angetestet, aber das wäre natürlich auch nochmal eine Idee, weil ich denke mal, die Uhrzeit ist ja nicht umsonst, dass es halt auch dunkel ist. Also müsste man ja schon auch besondere Fische fangen können. Und klar, wir können auf jeden Fall mal ein Duell machen, uns irgendwo eine Position suchen, dann die Uhrzeit einstellen und dann nimmt jeder, sag ich mal, das mit, was er vorher zusammengestellt hat und dann einfach mal testen, was beißt. Ne? Das können wir auch gerne machen. Ja, das fiel mir jetzt mal so auf. Das war wirklich, also wir haben jetzt so viele Folgen über Fishing Planet gemacht, aber wir haben wirklich nie nachts geangelt, ne? Also ich zumindest nicht, ne? Ja, und ja, ist richtig. Und genauso auch, wenn mal wieder irgendwo Regen ist auf irgendeiner Karte, dann könnte man auch mal nochmal bei Regen angeln. Das wäre auch nochmal interessant, weil es sieht auch wunderschön aus, wenn es regnet. Also muss ich mal dazu sagen. Ja, man sieht nichts, ne? Wieso? Ja, Ja. also bei mir ist er ziemlich trüb. Ja, trüb ist es, aber man hört halt auch so den Regen und man sieht es so ein bisschen auf dem Wasser, den Regentropfen und auch das Bild hat so ein paar Tropfen denn drauf vorne. Ja. Wie gesagt, können wir erstmal das mit Nachtangeln in Angriff nehmen. Und wenn ich dann mal wieder sehe, dass irgendwo mal wieder ein regnerischer Tag ist, dann können wir auch mal beim Regen nochmal was machen. Ja, also wie gesagt, meine Augen, das kann auch einfach am Alter liegen, ganz klar, ne? Ja, Oder es gibt ja manchmal Dinge, die möchte man einfach nicht sehen. jetzt ist das Finale gleich da. Wir haben jetzt noch ungefähr 5,5 Minuten, die ihr dann noch zählen müsst, wenn ihr am Gewinnspiel erfolgreich teilnehmen wollt. Ja, wie gesagt, freue mich auf jeden Fall auf jeden Kommentar dazu und auch auf die E-Mails, die wir dann
gemeinsam auswerten und wer denn da auch richtig gezählt hat. Ja, bin sehr gespannt, wie viele Zuschriften wir auch kriegen. Da auch mal so ein Feedback für uns. Wie kommen wir an? Ne? Ist das okay, was wir machen? Wie ist das für euch? Ne? Also. Also, ich würde mich freuen, ne, wenn es da Leute gibt, die da einen Code. Viele werden jetzt vielleicht denken: Oh Mann, ich habe Trifusion habe ich gar nicht und Scheiße und ich hätte lieber von Fishing Planet. Ja, meine Freunde, wie gesagt, da sind wir ja dran. Aber wie gesagt, in verschiedenen Case Stores eurer Wahl werdet ihr sehen, kostet Trifusion. Also in den meisten sollte es unter 5 € sollte man es bekommen, oder? Das Hauptspiel, ne? Und wie gesagt, es ist nun mal so, das ist nicht so günstig, weil es komplett schlecht ist. Im Grunde genommen habe ich überhaupt gar keine Begründung. Warum ist das überhaupt so schlecht? Also, das ist ja definitiv ein Vollpreistitel, oder irre ich da? Ja, also bei Steam, klar, da gibt es ein bisschen negative Bewertungen, das hat aber nur den einen Grund, weil zum Beispiel der Multiplayer, der eigentlich versprochen war, erst jetzt dieses Jahr im März kam, also März 2015, kam erst der Multiplayer. Vorher konnte man nur gegen die Geister fahren. Und da waren natürlich einige enttäuscht, weil sie halt gelesen hatten, okay, soll Multiplayer gleich seit Anfang an drinne sein und ist nicht. Ist natürlich schade, aber das haben die jetzt auf jeden Fall nachgeliefert, auch sehr viel Content noch nachgeliefert mit diesen ganzen DLCs, die im Season Pass sind. Und ja, es ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Und ja, und es ist jetzt halt gerade bei den Keystores, keiner hat einen Plan, wie zum Beispiel bei G2A oder bei MMOGA, wie die ihre Preise machen, ne? Das ist ja Also wir können es wirklich. ja definitiv sagen, also wir wollen jetzt, wie gesagt, kann ja jeder selbst wählen, aber bei G2A, was haben wir gesehen, da war das Hauptspiel für 2 € oder Ja, sowas, ne? genau. Aber schon als Deluxe-Version, Ja, ne? ja, Und in ja. der Deluxe-Version ist ja der Season Pass jetzt schon drin, sozusagen, ne? Genau, also es ist wirklich sehr, sehr günstig, ne? Also, ja, wie gesagt, ich verstehe es auch nicht, wie die ihre Preise machen. Also habe ich absolut keinen Plan, wo die ihre Keys herkriegen, wie sie das machen, wie sie. Das ist halt wirklich Wahnsinn, ne? Und sollte ich, wie gesagt, dieses Match jetzt verlieren, Leute, ich stehe dahinter. Wie gesagt, der Key ist wirklich flammneu. Der ist jetzt nicht aus was weiß ich was woher, sondern ich kann euch das bestätigen. Ich habe selber mit dem Support schon von Ubisoft, weil Ubisoft steht ja dahinter, geschrieben. Also das sind wirklich originale Keys. Ne? Macht euch da keine Sorgen oder so, ne? Wenn Genau. wir hier über die Preise oder so reden, Also ne? Um Gottes Willen. es sind deutsche EU-Keys, also da braucht ihr keine Sorge euch haben. Also das funktioniert alles. Ihr werdet auch nicht von Ubisoft irgendwie mal angeschrieben, ja, oder die nehmen euch euer Spiel weg oder was ihr da schon mal vielleicht gehört habt von anderen Usern oder so. Also da braucht ihr absolut keine Sorgen machen, die sind legal erworben. Ja. Ja, da würde ich sogar auch für haften, ne? Also da würde ich sagen, im Rahmen des Keys übernehme ich da die volle Verantwortung. Und wie gesagt, also da bin ich mir ganz absolut sicher, da brauchen wir, ist eigentlich auch nicht der Rede wert, so, Ja. weißt du? So, jetzt werde ich mich mal die letzten Sekunden noch mal konzentrieren. Ja, sind noch ungefähr eine Minute 20 jetzt. Minute 10. Würde ich sagen, schmeißen wir jeder noch zweimal rein und dann. Ja, wir wollen ja jetzt nicht ganz genau auf die Ja, Uhr schauen, wenn dann. es eine Minute länger ist, dann ist es eine Minute länger. Aber einen Richtwert brauchen wir ja natürlich auch, ne? Genau. Sonst könnten wir sagen, ach komm, machen wir noch einen Fisch, machen wir noch einen Fisch. Ja, Oder das wir könnten ist. sagen, der nächste, der jetzt den Unique fängt, damit ist die Sendung, oder die Serie oder die Challenge beendet. Und dann fangen wir jetzt nur noch Uniques oder so, dann wird das ja auch nie Ja, aufhören, so weißt du. das Problem ist halt auch bei dem Spiel, da ist es wirklich Wahnsinn, wie süchtig machend das ist. Jetzt nicht negativ gemeint, sondern sehr positiv. Man sagt sich immer, oh, komm, noch ein Fisch, noch ein Fisch, noch ein Auswurf. Und dann sind halt eben mal so 2, 3 Stunden vergangen und man ist immer noch am Angeln. Also es ist wirklich Wahnsinn bei dem Spiel, ne? Wie das so ist, ne? Ja, wir können es ja abschließend ja definitiv mal sagen. Dieses Spiel macht einfach verdammt viel Spaß und Ja.
Es ist einfach gut. Man muss es so sagen, wie es ist. Fishing Planet hat seine Berechtigung auf dem Markt in einer Fischsimulation mehr als übertroffen und die Ja. Messlatte ziemlich, ziemlich hochgelegt. Punkt aus, ne? So, ich habe Und jetzt. Ja. ich werde jetzt noch einmal reinholen. Ja, ich auch. Und dann machen wir einen Break. Dann Dann wird Schluss sein. machen wir nochmal die Abmoderation, dass wir sozusagen die Challenge dann für beendet erklären und ihr dann halt einfach gucken könnt, wer hat jetzt also wie viele Unix haben wir insgesamt gewonnen, gefangen. Und ja. Genau, meine Freunde, wir sind am Ende der 4 Folgen beziehungsweise der Challenge zwischen dem Underwater Frank und mir. Ich wiederhole ganz kurz nochmal die Regeln. Ganz klar, ihr müsst in den Kommentaren schreiben, Codewort I love Fishing Planet. Ja, damit seid ihr berechtigt, am Gewinnspiel teilzunehmen. Schaut beim Underwater Frank in den 4 Folgen, sowie bei mir in den 4 Folgen, aber auch nur von diesen 4 Folgen, wie viel Unique-Fische insgesamt jetzt in diesen Folgen gefangen worden sind. Ja, sendet dieses bitte an fp-gewinnspiel@uni.de. Wir werden das auswerten und werden dann den Gewinnerpreis geben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche euch wirklich, wirklich von ganzem Herzen den Season Pass zu Trials Fusion. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye. Letzte Wort, Frank. Ja, ich bedanke mich auch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Challenge schon ein bisschen gefallen. Wie gesagt, ja, Einsendeschluss ist der 3. Juli um Mitternacht. Und am 4. Juli geben wir dann bekannt, ja, wer der Gewinner und wer der Verlierer ist. Und bewerten dann das alles aus und geben natürlich den Verlosungsgewinner für Trials Fusion den Season Pass bekannt. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und ja, und dann bis zum nächsten Mal. ja, und vor allen Dingen danke an dich, Frank, dass du hier wirklich dir die Zeit genommen hast und an dieser Challenge teilgenommen hast, ne? Ja, natürlich gerne, natürlich sehr gerne. So, und jetzt bin ich aber wirklich raus. Tschö! Tschö.